Ja, hallo und einen schönen guten Tag. Auch heute haben wir wieder ein interessantes Musik macht Mutgespräch in unserer Serie. Wir haben heute nämlich wieder einen Musiker bei uns im Gespräch, einen interessanten Musiker, der sich mit vielen Themen beschäftigt, der selbst Gitarrist und Bassist ist, live zum Beispiel mit der Band Relax unterwegs ist. Wir haben nämlich hier den Stefan Kreisel. Servus, Stefan. Hallo Tim, Servus zusammen da draußen, grüß euch. Der Stefan ist ja auch Singer-Songwriter unter anderem, ist also jetzt auch in der Zeit der letzten Wochen auch viel zu Hause gewesen, hat sich einerseits mit dem Schreiben von Songs und so weiter beschäftigt und hat sich auch auf der anderen Seite sehr in das Thema Motivation und die Art und Weise, wie man sich momentan irgendwie durch diese komische Zeit so ein bisschen schlängeln kann, reingedacht und sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und darüber möchtest du heute auch eigentlich sehr gern sprechen. Wie bist du denn selbst durch diese verrückte Zeit gekommen? Was für eine Einstellung hast du da gehabt? Was hast du vielleicht an Einstellungen entwickelt? Wie ist das bei dir abgelaufen? Also, ich muss sagen, ich bin von Haus aus sehr optimistisch gestrickt, aber die Zeit war schon wirklich teilweise hart oder für viele hart, für mich Gott sei Dank nicht so. Ich denke, dass ich mit einem ganz kleinen blauen Auge davongekommen bin, weil ich wirklich extrem danach gelebt habe, zum einen, dass man sich nicht unterkriegen lässt und zum anderen das Beste draus machen. Weil, ich sage jetzt mal, oft jammert man ja vielleicht, dass man keine Zeit hat oder ich würde es ja gern machen, wenn ich die Zeit hätte. Und ich habe ganz bewusst die Zeit genutzt zum Üben, zum Lesen. Ich habe viele Biografien gelesen, unter anderem Eric Clapton, Ron Wood. Zurzeit bin ich bei der Bill Wyman Biografie. In mehrere Räume und in mehrere Taschen waren irgendwelche Songfetzen oder Harmonienfetzen verteilt, die ich versucht habe zum Ordnen, zum Zusammensammeln, vielleicht aus denen Ideen einen neuen Song zu machen, weil die eine oder Idee habe ich mir gedacht, hey, das passt ja ganz gut zusammen oder die Strophe passt ja voll geil zu dem Refrain. Und habe mir da wirklich nicht unterkriegen lassen. Es ist manchmal hart, es ist auch manchmal so dieses, wie bei so Sportlerbüchern, dass man sagt, einfach mal anfangen. Oder wie nach dem Nike-Prinzip, just do it. Es ist manchmal wirklich so, wenn so ein bisschen, gerade wo dann das Wetter scheiße war und man flackt auf der Couch, so diesen, ähnlich wie gesagt, wie beim Sport, den Schweinehund überwinden. Dass man dann sagt, ich gehe jetzt einfach in meinen Musikkeller, pack die Gitarre, fang einfach mal an. Ich hocke mir mit einem Bladel Papier, aber weißes Bladelpapier, oder mit dem Laptop einfach hin und fang an. Und dann habe ich auch gemerkt, dass man relativ schnell ganz begeistert ganz viel erreichen kann, wenn man einfach anfängt und sich dann nicht unterkriegen lässt. Ja, genau, das ist es eigentlich immer. Immer dieser berühmte innere Schweinehund. Hast du da dann Genau. bestimmte Techniken gehabt, wie du dich dann motiviert hast? Oder war das tatsächlich einfach so, den berühmten Allerwertesten einfach hochkriegen und einfach ins kalte Wasser? Das glaube ich, ist 50% einfach anfangen, aufstehen und machen. Und dann halt, ich denke, die innere Einstellung ist schon ganz wichtig, dass man sagt, okay, hey, es ist jetzt so, man kann es nicht ändern, ich habe jetzt keinen Bock drauf oder mir ist die Zeit zu schade, dass ich mich über Sachen aufrege, wo ich jetzt nicht ändern kann. Oder ich muss sagen, wenn man in der Situation ist, wo man gesund ist oder gesunde Kinder hat oder einfach das Schöne sieht. Und ich habe mich sogar wie mein Opa gefreut, wo dann im Garten die Sträucher angefangen haben zum Blühen oder haben über die frische Luft gefreut. Ich habe da wirklich versucht, gut, ich muss zugeben, ich bin so gestrickt, aber ich habe es dann viel bewusster auch wahrgenommen, dass man es Schöne sieht, dass man sich über gesunde Kinder freut, über eine intakte Beziehung, über eine schöne Gitarre, die man hat, über Idee, über schöne Platte, die man mal aufregt. Auch wirklich die Zeit, dass man das aktiv mit einem ganz bewussten Blickwinkel aussieht.
Oder das ist ja auch, wenn man übt, man soll ja bewusst üben, man soll ja langsam üben, man soll sich ja auch Zeit nehmen für das Ganze oder mal das Handy ausschalten. Und die Zeit hat man jetzt gehabt und ich habe es halt so genutzt. Also wie gesagt, ich habe mir da 0,0 unterkriegen lassen. Ja, so besteht in allem Schlechten auch immer irgendwas Gutes. Man muss es halt Absolut. Dann nur auch sehen. Ja, genau. Generell bist du ja, schnappst dir ja oft die Gitarre, du bist sozusagen semi-professionell oder professionell ja. mit der Musik unterwegs. Wie hat denn das dann bei dir mit der Musik eigentlich angefangen? Also ich bin Baujahr 71 und das war tatsächlich ganz klassisch Anfang der 80er, ZDF-Hitparade, NDW, Karamals und Flips mit dem Bademantel. Also wirklich wie so, glaube Generation Golf. Das Buch Generation Golf beschreibt das Thema ganz gut. Und so hat es tatsächlich bei mir angefangen. Also ich habe dann so die ersten Bands entdeckt, unter anderem mal Rolex, komischerweise, wo ich mir gedacht habe, hey, Mundart und E-Gitarre, Spider Murphy Gang, Rock'n'Roll und Bayerisch, das ist ja genau mein Ding. Dass ich das jetzt natürlich auch in einem gewissen Stil machen und erleben darf, motiviert mich auch. Also ist auch wahrscheinlich ein Grund dieser positiven, relaxten Lebenseinstellung. Und genau, und dann ist halt losgegangen, so, hey, der Song gefällt mir, die Nena gefällt mir, der rote Minirock gefällt mir. Angefangen, Platten zu sammeln. Mein Taufpate, der Günther, liebe Grüße auf dem Weg, der hat mir dann so abseits von der Musikschulen Bruder Jakob Harmonie einmal einen Chuck Berry Riff zeigt und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Und inzwischen sammle ich Platten. Wie man sieht, ja, immer wieder schön, ja. sowas zu sehen. Das hast jetzt eben von deiner Vergangenheit gesprochen, ein Kind der 80er, klassisch, wie man es kennt. Was für Pläne und Ideen hast du so für die Zukunft? Also auf alle Fälle steht an 40 Jahre Rolex. Das ist 81 losgegangen mit Radio Herrn und Weile die Mag. Wir haben nächstes Jahr unser 40-jähriges Bühnenjubiläum. Soviel ich weiß, ist ein Konzert mit Münchner Freiheit schon fix. Und dann natürlich so viel Songs, Produktionen, hoffentlich auch bald wieder Live-Auftritte. Ich mache zum Beispiel Irish Folk Projekt bin ich mit dabei, Classic Rock Projekt bin ich mit dabei, Austropop bin ich mit dabei, dass wir da endlich auch wieder auf die Bühne gehen dürfen. Oh ja, das bleibt uns allen sehr zu hoffen und das ist das, was man an allen Ecken und Enden merkt und spürt, das ist ganz klar. Jeder will wieder, jeder muss auch irgendwie, wenn er davon abhängig ist, damit Geld zu verdienen und mit der gebotenen Umsicht und Vorsicht klappt das ja hoffentlich jetzt sukzessive immer mehr. In der Zwischenzeit, wenn du nicht draußen bist, dann bist du ja auch im Studio. In welchem Studio nimmst du denn auf? Also am allerliebsten beim Peter Perun im Studio 1. Liebe Grüße, Pete. Das ist mein Bro, mein bester Freund. Und das ist halt auch so was, auch was Wichtiges. Freundschaft, Kontakte, pflegen, mal Zeit nehmen, telefonieren. Und ich muss sagen, wir machen es halt tatsächlich so ein bisschen nebenbei. Es ist so aufgeteilt, dass ich mit irgendwelchen Songideen ums Eck komme und der Pete dann als Studio-Freak und Besitzer des umsetzt, was ich so im Kopf habe und mir dann versuchen, Demos zu produzieren und Songs zu produzieren oder fertig zu machen und das auch telefonisch, gut, seit ein paar Tagen treffen wir uns ja wieder, ist das auch für mich Freundschaft oder so Seelenverwandte zu haben oder Bandmitglieder oder jetzt das Gespräch mit dir oder ich hoffe, ich kann den einen oder anderen, der jetzt zuschaut, auch so was mitgeben oder dass man Kontakt austauscht. Ich finde, das sind so die eigentlich ganz einfache Sachen. Freundschaft, Vitamine, das Beste draus machen, nicht jammern. Es ist wirklich, kann so einfach sein. Es kommt auf die Ausgangsbasis drauf an, da gebe ich zu. Und wenn man, sagen wir, wirklich mit Krankheit oder finanzielle Sorgen, wie viele meiner Freunde und Kollegen jetzt betroffen sind, man kann schon sagen, du redest die leicht. Das gebe ich zu. Also mir ist alles bewusst.
dass meine Ausgangsbasis vielleicht etwas leichter ist. Ja, nur auf der anderen Seite ist vielleicht auch gerade dann Freundschaft auch umso wichtiger, dass man auch einfach vielleicht einfach mal zuhört. Ja. Absolut. Also ich bin gern bereit, mit jemandem mal zum Schreiben oder zum Telefonieren oder zusammen einen Song zum Schreiben, sich auszutauschen. Also Freundschaft, Kontakte ist ein ganz wichtiges Thema. Und gerade in der jetzigen Zeit. Also ja, gerade wenn man wirklich dann nochmal, ich weiß ja nicht, was kommt. Jetzt hat ja keiner Glaskugel, keiner weiß, wie der Schmarrn weitergeht. Aber vielleicht, ich hoffe nicht, aber wenn wir mal wieder Zeit zum Telefonieren haben, dann gehen wir gerne mal quatschen. Und da kommt das, was, oder da bekommt das, was vielleicht früher irgendwie so ein bisschen so abgetan wurde, aber wirklich halt solche, die Kleinigkeiten, ja, so zusammenhalten und so, kriegt wieder einen anderen Stellenwert. Von dem her, finde ich, ist es auch ein gutes Schlusswort. Halt zusammen und dann machen wir das Beste draus, nach wie vor. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dir wünsche ich gute Gesundheit. Dass du dann deine zukünftigen Projekte auch schön realisieren kannst und dass alles im positivsten Sinne weitergeht. Danke Musik dir. Musik macht gut. Richtig. Musik ist ein Doktor und ich wünsche dir, Tim, und auch alle anderen viel Gesundheit, alles Gute. Das kriegen wir hin. Vielen Dank. Das schaffen wir schon. Alles Gute. Danke, war ein super Gespräch. Danke. Ciao.